Guten Morgen, liebe Flörsheimerinnen und Flörsheimer. Diesmal schon am Donnerstag, denn morgen ist Karfreitag. Wir stimmen uns auf die Osterfeiertage ein und deshalb das Wochenvideo ein bisschen früher. Die nächste Woche der Krise ist für uns zu Ende gegangen oder geht zu Ende. Trotzdem steht ein großes Wochenende bevor, bei schönem Wetter, wo alle Leute Zeit haben. Trotzdem nochmal der Hinweis, halten Sie Abstand, halten Sie die Regeln ein, die Hygieneregeln, die Sicherheitsregeln. Es ist für uns alle wichtig, es kann Leben schützen. Und wenn wir die letzte Woche beobachtet haben, die Zahlen beobachtet haben, der Infizierten, leider auch der Toten, aber dennoch passiert ja in Deutschland eine ganze Menge. Es wird besser und auch im Main-Taunus-Kreis sind wir von den Zahlen gut. Wir sollten das, was da erreicht wurde, jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen und kaputt machen, indem wir zu locker an Ostern umgehen mit den Räumen, die uns im Augenblick noch geblieben sind. Wir haben nochmal auf der Homepage ein sogenanntes Dashboard eingestellt. Das ist das englische Wort für das Armaturenbrett. Ich weiß es nicht, warum man da das englische Wort nimmt. Das hat sich halt eingebürgert. Das ist eine Grafik, die nochmal sehr anschaulich macht, wie wir in Zeiten der Krise stehen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, durch ein Farbsystem von Rot, Gelb, Grün. Ich denke, Sie kommen damit klar. Gucken Sie sich es mal an. Es wird jeden Tag um 13 Uhr aktualisiert und hilft Ihnen vielleicht nochmal beim schnellen Blick, was geht im Augenblick noch, was geht nicht mehr. Das war mir ganz wichtig. Und ansonsten natürlich das Wochenende, Ostern. Die Kirchengemeinden haben sich darauf vorbereitet, indem Gottesdienste gestreamt werden. Sie können also zu Hause trotzdem am Gottesdienst teilnehmen. Die einzelnen Pfarreien haben sich auch unterschiedliche Gedanken gemacht, wie man trotzdem auch nochmal die einzelnen Tage, den Karfreitag und dann die Osternacht so feiern kann, dass viele daran teilhaben können, ohne dass aber genau diese Abstands- und Hygieneregeln unterlaufen werden. Also gucken Sie mal rein, auch da ist über die Internetseiten der Kirchengemeinden schon ganz viel veröffentlicht. In den Zeitungen steht das auch. Vielleicht ist das Wochenende für Sie auch eine gute Gelegenheit, mal wieder Zeitung zu lesen. Die Zeitungen würden sich freuen. Die haben es ja auch schwer, denn die Geschäfte sind zu. Es gibt wenige Anzeigen, von denen die Zeitungen auch leben. Deshalb unterstützen Sie die verschiedenen Verlage und bei der Gelegenheit können Sie dann eben lesen, was wo stattfindet. Für mich, da war ich ganz überrascht, am Karfreitag in Weilbach um 3 Uhr läutet die Sterbeglocke. Also, dass da natürlich an Christi Tod gedacht wird, das hat mich nicht überrascht, aber schon als Kind habe ich gelernt, am Gründonnerstag fliegen die Glocken nach Rom und kommen an Ostern wieder. Und normalerweise ist es ja ganz üblich, dass am Karfreitag keine Glocke läutet. Aber diesmal in Weilbach zumindest eine Ausnahme. Aber wir sind in der Krise und da ist eben alles ein bisschen anders. Ich persönlich freue mich, vielleicht habe ich Zeit und das Wochenende wird ruhiger. Dann will ich am Sonntagabend die drei Schwestern von Tschechow mir ansehen, die Schaubühne. Berlin streamt da eine ganz wichtige historische Inszenierung von Peter Stein. Und am Ostermontag streamt die Staatsoper Berlin den Parsifal von Richard Wagner, der ja sonst an Ostern oft aufgeführt wird, aber eben diesmal nur über das Fernsehen bzw. den Computer laufen kann. Und woher weiß ich das, dass solche Sachen laufen? Weil die Homepage der Stadt Flörsheim bzw. die Unterseite des Mehrgenerationentreffs genau auf solche Sachen hinweist. Was kann ich mit Kindern machen? Was bieten die Theater an? Was bieten die Konzerthäuser an? Und gucken Sie einfach mal rein, vielleicht ist auch für Sie was dabei. Jetzt Ihnen erstmal hoffentlich ruhige und schöne Feiertage, frohe Ostern können wir uns dann am Sonntag wünschen und bleiben Sie gesund und kommen gut durch die Krise. Tschüss.